Obwohl ich eigentlich dachte, ich hätte hier alles voll gut erkundet. Sagt auch Hank, die Szene mit der Bank. In einem üblen Zustand. Was genau? Welche Szene meinst du genau? Die Szene mit der Bank? Was sagt er da? Mein Diagnoseprogramm funktioniert nicht. Das mit den zwei Seiten, meinst du? Aber es hätte wohl ohnehin keine guten Nachrichten. Was ist mit dir passiert? Sie banden mich an meinem Auto fest. Sie wollten wohl ihren Spaß haben. Ich will mich nicht abschalten. Nein, ich... Wo Hank und Connor erschießen könnte, dass Androiden so in der Art an einen Gott glauben. Hä, das ist mir gar nicht mehr so bewusst, dass die da auch über sowas sprechen. Jetzt wirklich hier mit jedem Dödel reden? Ich will eigentlich die Szene hier relativ schnell hinter mich bekommen, weil hier ist eigentlich nichts mehr, was uns interessiert für diesen Spieldurchlauf. North wird uns auf jeden Fall lieben, glaube ich, in diesem Durchlauf. Was ist früher deine Funktion gewesen? Weil sie ja ist ja so ein bisschen draufgängerisch und sie ist ja so ein bisschen auf Krieg aus und wir werden auf jeden Fall diesen Spieldurchlauf alles niederbrennen, was wir so niederbrennen können. Wie lange bist du schon hier? 4 Wochen, 3 Tage, 11 Stunden. Nach meiner Flucht wusste ich nicht wohin. Und dann bin ich in Jericho gelandet. Mag North nicht, sie will immer Blut sehen. Ja, das stimmt. Irgendwie ja. Wer fand diesen Ort? Wobei ich halt immer für Liebesgeschichten bin in Spielen. Deswegen freue ich mich immer, wenn der Protagonist eine Freundin hat oder irgendwie, wenn es zu einer Liebesbeziehung kommt. Und sie ist halt nun mal die einzige Liebesbeziehung mehr oder weniger. Ja, nee, Luther und Kara gibt's ja noch. Wenn du Geborgenheit suchst, bist du hier am falschen Ort. Deswegen bin ich trotzdem irgendwie immer darauf aus, dass der Hauptcharakter eine gute Beziehung hat zu ihr. Auch wenn ich sie eigentlich von ihrer Art her eigentlich auch nicht so mag. Weil die ist halt immer so ein bisschen Anti-Mensch, ne? Immer direkt Gewalt anwenden. Die hat halt sehr viel Angst wahrscheinlich, aufgrund ihrer Vergangenheit. Vor den Menschen und ist da sehr skeptisch gegenüber Frieden. Wie kannst du überhaupt zugucken im Stream? Ich dachte, musst du nicht arbeiten? Also, fällt das nicht auf, wenn du hier den Ton anhast oder hörst du nichts? Das kann ja auch sein. Leider ja, die Beziehung passt irgendwie nicht zum Ganzen. Sie deswegen habe ich diese bis auch nur einmal gemacht und sonst nur Gefährte. Er hat auf der Straße gelebt, bis wir ihn herbrachten. Ah, ich hab ja bisher nur einen richtigen Spieldurchlauf und da waren die beiden in einer Beziehung. Obwohl ich den guten Weg gewählt habe. Also es war möglich, die beiden in eine gute Beziehung, in eine Beziehung zu führen. Und trotz... Obwohl es eigentlich... Wenn sie wirklich so ist, wie... Wir sterben langsam wie sie aus. Eigentlich ist, nämlich dass sie nur Gewalt will und Krieg, es ist eigentlich voll unrealistisch, dass die beiden eine Liebesbeziehung eingehen. Aber irgendwie funktioniert es trotzdem, auch wenn man friedlich ist. Ich hörte, Menschen fürchten sich auch vor dem Tod. Doch eigentlich nicht so einfach, keine Beziehungen zu bekommen. Ja, man muss wahrscheinlich immer recht kühl gegenüber ihr sein. Man hat halt sehr oft die Chance, sie zu küssen und so. Und ich denke mal, wenn man das alles nicht macht, dann wird es auch dabei bleiben. Im Prinzip hat man ja auch nichts davon, eine Liebesbeziehung mit ihr einzugehen. Also am Ende ändert sich, glaube ich, nichts dadurch, ne? Wie er sie anguckt. Der Atemzug, falls man das so sagen kann. Das kennen wir aber alles schon. Das habe ich alles schon gesehen, alles schon gemacht. Jetzt genug erkundet. Ich weiß nicht genau, was ich triggern muss, um hier rauszukommen.
Versucht die Kisten. Die hier? Ich? Kamera macht mich auch teilweise wahnsinnig. Da hinten sind noch Kisten. Ah, diese Kisten. Ach, das sind diese Ersatzteilkisten, ne? Glaube ich. Und dann geht's auf die Ersatzteiljagd. Und da gibt's auch eine Trophy, glaube ich, die uns noch fehlt. Oder zumindest müssen wir da eine einleiten. Ach nee, stimmt. Das war, nee, das war ja noch eine danach. Eine Mission. Also es ist echt noch weit, ne? Schon noch einiges zu tun in diesem Playthrough. Sind wahrscheinlich noch nicht mal bei der Hälfte ganz. Ich weiß, wo Ersatzteile sind. Die Ja, nee, es ist okay, wenn du spoilerst, weil das ist jetzt im Moment kein Problem. Ich spiele das im Prinzip nur wegen der Trophies und ich will nochmal ein bisschen mit die alternativen Enden und Gespräche mitnehmen. Aber das hier beispielsweise ist ja, das ist ja 1:1, egal für welchen Weg man sich entscheidet. Deswegen kannst du auch gar nichts spoilern in dem Sinne. Ich hab's ja schon durch, deswegen. Der Bitzi war eben noch hier. Die ist inzwischen ins Wohnzimmer gegangen. Ich wette, sie liegt auf der Couch. Okay. Bin dabei. Kopfhörer drin. Ich habe ganz viel nicht gelesen von euch, sehe ich gerade. Man bekommt nur am Ende eine Szene, wo sie kuscheln. Ja, genau. Aber als gutes Ende bekommt man auch ohne Liebesbeziehung. Den Routenplaner aktivierst. Ja, aber ich habe immer noch nicht alles erkundigt. Eine Sache habe ich nicht gesehen. Okay. Das ist aber nicht so wichtig. Das wäre richtig nervig, wenn es für die Platin-Trophy, wenn man jede einzelne Beziehung 100% machen müsste. Jedes einzelne Kapitel. Das wäre nervig. Bei dir alles okay? Hier wird man uns helfen. Bald ist das alles. Oh, jetzt kommt das. Das war eines meiner Lieblingskapitel. Mega creepy, das Ganze. War hier eigentlich noch irgendeine Trophy, die mir fehlte? Ich meine nicht. Ich habe bisher 77% der Trophäen geholt und das nur durch den guten Weg. Also ist das schon ausgeglichen. Keine schlimmere Spiele mit den Trophäen. Ja, das stimmt. Ich bin auch eigentlich... Ja doch, ich muss schon zugeben, ich bin schon so ein kleiner Trophy-Hunter. Aber Platin ist mir dann meistens doch zu krass. Bei den meisten Spielen hole ich mir die Platin-Trophäe nicht. Ich weiß nicht, wer sowas sagt. Ihr seid am falschen Ort. Tut mir leid. Nicht. Wir brauchen wirklich Hilfe. Ist das die Adresse, die sie bekommen hat von diesem einen Androiden? Ich glaube ja, oder? Die hat ja diesen Müllsammler. Von diesem Müllsammler hat sie ja eine Adresse bekommen. Auf den, als wir geflüchtet sind. Und ich hatte jetzt im Hinterkopf, sie hätte die Adresse bekommen zu dieser netten Familie. Diese Frau mit ihrem Sohn. Aber da war ja noch was zwischen. Wieso gibt dieser Müllsammler uns diese Adresse von dem Arsch? Was ist der Mülltyp für ein Arschloch? Oder weiß er das einfach nicht besser? Luther, wärst du so lieb und nimmst den Damen bitte mal ihre Mäntel ab? Oh, nur keine Angst vor. Ach, die nächste Adresse bekommt sie dann von Luther. Auch interessant, dass Luther die Adresse kennt. Er leistet mir Gesellschaft in diesem großen leeren Haus. Das Haus ist überhaupt nicht gruselig.
Allein dieses Gemälde, was da ist. Bitte. Macht es euch gemütlich. Sie überlebt kein anderer, um die anderen zu warnen. Ja, das stimmt schon. Aber trotzdem, er muss ja irgendwie diesen Ruf haben, jemand zu sein, der Androiden hilft. Den Ruf muss er ja irgendwie haben und der Müllsammeltyp ein Android. Muss ja irgendwie auch davon wissen. Unterwegs. Er sagte, sie helfen. Er muss ja die Info auch von irgendwo haben. Verstehe. Haben halt Hoffnung. Abweichleiben? Was ist mit dir? Mir gefallen die weißen Haare von Kara eigentlich immer besser. Zuerst war ich ein bisschen skeptisch, aber... Sie ist ein Mensch, sagt sie. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Ihr sucht einen sicheren Alice Ort. Weiß doch, dass sie kein Mensch ist. Sie muss es doch um wissen. Ein neues Leben anzufangen. Jeder Android weiß ja, dass er ein Android ist. Ich höre, Kanada soll zu dieser Jahreszeit. Ist ja nicht so wie bei Westworld, dass die Androiden das nicht wissen. Hier weiß ja jeder Android, dass er ein Android ist. Sehr viel Platz. Und frische Luft. Wieso weiß Alice das nicht? Oder wieso sagt Alice Kara nicht? Ich höre mal zu, ich bin kein Android. Soll für einen Neuanfang. Ich bin kein Mensch. Ich bin ein Android. Das verstehe ich irgendwie nicht. Das ist so ein bisschen so ein Plothole, finde ich. Und wie gesagt, auch das mit den Spaghetti, wo Kara Alice Spaghetti macht und Alice sich auch hinsetzt und die essen will, es aber nicht dazu kommt. Sender? Ja. Alle Androiden, das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Also, sie wird ja wahrscheinlich nie was gegessen haben bisher. Ich werde ihn entfernen und dann seid ihr beide sicher. Sie hat ja auch diesen Müsli-Riegel nicht angefasst, oder? Den wir im ersten Durchlauf für sie geklaut hatten. Ich denke, Kara will das nicht sehen. Das ist schon ein menschlicher Zug. Ja gut, dass Kara das nicht sieht, verstehe ich ja noch. Dass sie das nicht sehen will, aber... Wieso... Aber Alice sieht es irgendwie auch nicht, habe ich das Gefühl. Alice hat ja auch keine LED. Und den Mann. Gehen wir, ich habe ein schlechtes Gefühl. Schwichtigen. Es ist okay, Alice. Hier ist gar nichts okay. Als ich hier runtergegangen bin, also ich wusste es vorher schon, als ich das Ganze ausgesehen habe, aber spätestens als ich den Keller hier gesehen habe, wusste ich schon, okay, irgendwie, hier geht irgendein Scheiß vor. Der will ganz bestimmt nicht mit uns irgendeinen Sender entfernen. Als der oben schon meinte, alle Androiden haben einen Sender, wusste ich schon beim ersten Spiel, ich laufe, okay, du laberst Scheiße, Junge, wenn wir einen Sender hätten, hätte uns die Polizei schon längst gefunden. Oh Gott, der Bot hat dich wieder getimeoutet. Die hat Todd rausgerissen, dass man... das weiß man durch die Bilder von... Von Alice. Das weiß man jedoch erst, wenn man das einmal durchgespielt hat. Okay, ich kann mich an die Bilder erinnern. Ich hab die Bilder sogar angeguckt im ersten Spieldurchlauf. Ich habe das nur nicht deuten können, was diese komischen Bilder heißen. Hey. Ich werde diesmal auf jeden Fall mal nicht die Monster befreien. Ich könnte theoretisch Kara und Alice jetzt sterben lassen auch, oder? Ja, könnte ich. Lass mal überlegen, ob ich das mache. Brauche ich Kara und Alice noch für eine Trophy? Jetzt müssen wir gerade reinschauen. Also. Connor. Magazin, ja, für die Magazine eventuell, aber das könnte ich dann eventuell auch mit den anderen Spieldurchläufen da reingehen. Connor, Markus. Eigentlich habe ich alles gemacht mit Kara. Brauche eigentlich nur noch Connor und Markus für die anderen Trophäen, das heißt, ich lasse sie einfach jetzt mal sterben. Stell dich bitte da drüben hin. Ich lasse sie löschen. Mal gucken, was dann passiert. Es wird dann auch so ein abgefuckter Android. Von denen, die hier rumlaufen. Ich muss dich warnen. Das wird etwas unangenehm. Weißt du, was seltsam ist? Aus irgendeinem Grund funktionieren die Sender in Abweichlern nicht.
Ach so, die haben wirklich einen Sender. So war das. Also gibt es eigentlich gar keinen Grund, den Sender zu entfernen. Was? Sie sagten doch... Ja, man glaubt, was man glauben will. Wobei, ich glaube, hier gibt es nur das eine Ende. Aber keine Ahnung, es gibt noch so viele Möglichkeiten, wie das Spiel, die das Spiel bietet. Nee, ich meine, hier gibt es viele Enden. Ich glaube, man kann jetzt gelöscht werden. Sie alle kommen her, glauben, dass ich man kann auch bei der Flucht sterben, glaube ich. Wenn man hier verkackt und von Slutko erwischt wird. Ich behalte sie für Experimente. Und man kann halt eben das Ende haben. Und es gibt auch noch zwei verschiedene Enden mit Slutko. Man kann Slutko töten lassen durch die Androiden, die hier befreit werden. Und es gibt auch noch irgendeine andere Möglichkeit, ihn zu töten. Sperre es ein. Ich regle das später. Alice! Alice, nein! Wow. Ein Abweichler, der Mutter sein möchte. Das ist so süß. Und so verblendet. Wir sollten diesem Elend ein Ende machen. Das kommt davon, wenn man Träume hat. Das Ende ist immer das gleiche. Tränen und Ernüchterung. Glaub mir, es ist besser, gelöscht zu werden und nicht zu fühlen. Ja, aber nicht in deinem Horrorkeller. Und keine falsche Hoffnung. Ich würde eigentlich gerne noch flüchten und ein paar Sachen anders machen als letztes Mal. Ich habe nämlich beispielsweise diesen Androiden in der Badewanne getötet. Weil ich mir irgendwie... Der war mir nicht so ganz suspekt. Der war mir suspekt, weil ich mir nicht sicher war, ob der gleich Alarm auslöst oder nicht. Okay, das reicht jetzt. Komm schon. Du beißt mich? Dir bringe ich Manieren bei, du kleines Miststück. Kara! Wach auf, Kara! Keine Angst, Alice. Wir treffen uns im Wohnzimmer. Ach, der hat sogar, wir treffen uns im Wohnzimmer zu ihr gesagt. Meint er damit, entkomme? Und er war jetzt schon auf unserer Seite? Oder meint er damit, wenn wir gelöscht sind? So, ich möchte gar keinen Weg zur Flucht finden. Ich warte jetzt einfach, bis das hier abgelaufen ist. Ach ja. Warten, das kann ich gut. Obwohl, eigentlich kann ich warten nicht gut, weil ich bin auch nicht so geduldig, aber naja, das ist jetzt absehbar, wann es hier gelöscht ist. So einen Teppich haben wir auch im Keller. Ob das irgendein Zeichen ist? Nee, warte mal, der ist inzwischen gar nicht mehr im Keller. Mein Vater hatte früher so viele solche Teppiche. Der hat selber sogar so einen drüben bei sich drüben noch. In verschiedensten Größen. Nicht, dass der auch so einen Horrorkeller hat. Hier ist auch noch so ein Zurücksetzungsding. Das ist mir beim ersten Mal auch gar nicht aufgefallen. Oder ist es doch? Zack. Hut machen hier noch. Aber ich werde es trotzdem nicht aufhalten. So, 90%. Jetzt gleich sind wir gelöscht. Cool, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Der gelöschten Kara. Ah, trifft Luther im Wohnzimmer. Nice. Vielleicht kann ich jetzt trotzdem noch fliehen. Mit gelöschtem Speicher. Warte mal, ich kann hier immer noch... Ich kann ja genau das gleiche machen wie sonst auch. Die sind richtig creepy, die Viecher. Aber ich lasse die diesmal nicht frei, weil das, habe ich das letzte Mal gemacht. Die helfen uns ja nachher sogar und töten dann Slutko bei der Flucht. Aber ich will ja gar nicht fliehen. Ich habe Infos zur Küche. Ah, okay. Und? Ich habe noch keine Infos zur Küche. Ach, krass.
Okay, das ist ja... Okay, es ist ein bisschen... Ich will nicht sagen billig, aber... Wir haben scheinbar wirklich die Chance mit ihr, obwohl der Speicher gelöscht ist, jetzt noch zu fliehen. Ich dachte, jetzt wäre einfach das, die ganze Show so beendet. Ich werde mich jetzt eigentlich hier noch so ein bisschen umschauen, ne? Vorher. Aber ich habe mich beim ersten Mal schon recht gut umgeschaut hier. So, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Das Essen ist fertig. Bring es hoch zu ihm. Ja, Luther. Meisters. Richtig schön, das heißt, die kommt früher? Oder recht, oder was meinst du das ironisch? Ich glaube fast, dass du das ironisch meinst. Denn in seiner Werkstatt, oder? Die war doch. War die denn nochmal? Hier. Stell es einfach auf den Tisch da drüben. Naja, bei PCs ist es ja so, es wird nicht immer alles gelöscht, sondern nur der Anfang und nicht mehr drauf zuzugreifen, da ist eine Speicherung schon möglich. Ja, gelöscht wird es ja sowieso nichts. Hast du mich verstanden? Es wird ja nur die quasi die Informationen gelöscht, wo die Datei zu finden ist. Und physisch ist das ja noch vorhanden auf der Festplatte. Man kann ja nichts löschen, man kann ja nur überschreiben. So funktionieren ja auch Tools, die dann wirklich Daten endgültig entfernen. Die schreiben ja einfach irgendwelche sinnlosen Luther. Infos über. Luther? Ja, Slako. Ich bin hier in knapp 10 Minuten fertig. Dann sehe ich mir die Kleine an und schaue, was ich mit ihr mache. Verstanden, Slako. Ich bringe Ihnen die Kleine in 10 Minuten. Also weiß der schon, dass... Das habe ich mich auch gefragt. Mit der Kleinen. Wohin soll ich jetzt hier mit den Typen? Soll ich ihm irgendwo auf den Tisch legen, hat er gesagt, oder? Was soll ich mit ihm machen? Bring die Leiche nach nebenan, okay. Wusste der dann schon, dass... Ach so, der Teppich ist richtig schön. Ja, ja, der ist schön. Ich dachte, das war auf die Küche noch bezogen. Hallöchen. Ja, was ich mich frage, ist, ob Slutko wirklich wusste dann zu dem Zeitpunkt schon, dass Alice auch ein Android ist. Ich hab's erst erkannt, beziehungsweise mir gedacht, dass sie ein Android ist, als Luther mich auf sie angesprochen hat und irgendwie sowas sagte wie, ach guck mal, RA9 ist aber auch schon hier auch angelangt. Weil Luther irgendwas sagte wie, ist dir schon mal irgendwas an Alice aufgefallen? Oder so. Irgendwie so eine komische Frage hat er halt gestellt. Soll ich das mal öffnen? Habe ich letztes Mal auch gemacht. Da habe ich auch gemerkt, dass irgendwas mit Alice nicht stimmt. Wie erinnere ich mich denn jetzt? Oh, das habe ich glaube ich beim ersten Mal auch nicht gesehen, oder? Ah, das stand wahrscheinlich dort gar nicht. Dann bei Rose, wo man sieht, wenn man sich dafür entscheidet, dass Alice mit den Leuten sprechen darf. Das habe ich sogar zugelassen. Kann mich zwar nicht mehr dran erinnern. Hat dir der Meister erlaubt, herzukommen? Du musst dem Meister immer gehorchen. Oh ja, der ist voll creepy, der Typ. Du darfst hier nicht sein. Du hast hier nichts verloren. Nein, du hast hier. Beim ersten Mal habe ich ihn halt ausgeschaltet. Wenn du keinen Befehl hast, musst du ihn standby. Oh ja. Du musst gehorchen, ja, du musst gehorchen, ja, du musst gehorchen. Halt die Schnauze. Du darfst hier nicht sein. Okay, der redet einfach immer weiter, glaube ich. Du darfst hier nicht sein, es sei denn, du hast ein Problem hier zu sein. Ah, Quatsch nicht. Ach, der hat die Augen zu?
Nee, der hat die Augen noch auf zwischendurch. Es tut mir leid. Wegen der Kleinen. Welche Kleine? Ich erinnere mich an nichts, Luther. Was vergessen oder was? Ich glaube, du bist irgendwie zurückgesetzt worden und nicht ich. Hier dachte ich ja zuerst, ich könnte mir die Knarre nehmen von dem... Oh, hier liegt ein Magazin. Das habe ich vielleicht beim ersten Mal nicht gelesen. Das lese ich mal. Wieso wird mir das in meiner Komplettlösung denn nicht angezeigt, dieses Magazin? Oh, wird es sogar. Shit. Mal. Arctic Tension. Und How Androids Alter. Arktische Spannung und... Ja, okay. Das ist das Magazin, das habe ich dann auch gelesen, sehr gut. Bei mir waren die immer zu. Was war bei dir immer zu? Türen? Nee, die waren bei mir immer schon offen. Auch wenn man geflüchtet ist. Ach so, die Augen von Luther. Ja, das ist wahrscheinlich, weil wir zurückgesetzt wurden. Ich dachte zuerst, als ich das erste Mal durchgespielt habe, da schleicht man ja dann hier, wenn man nicht zurückgesetzt wurde, ist das hier alles noch so. Und da hatte ich die Angst, dass der mich entdeckt. Ich habe das gar nicht gerafft, dass er da einfach so quasi Standby-mäßig rumsteht und die Augen zu hat. Weil ich noch nicht wusste, ob ich ihm vertrauen kann oder nicht. Einige Bewohner Detroits wurden heute Morgen von einer wilden Verfolgungsjagd aufgeschreckt. Zahlreichen Zeugen zufolge flohen eine... Immer wieder weg. Viel Spaß noch. Sieht sehr interessant aus. Danke, Mappy, dir auch. Viel Spaß bei der Arbeit. Ja, und diese Szene sollte eigentlich gar nicht so laufen, die wir da gerade gesehen haben. Sie hat sich jetzt fast schon wieder zurückerinnert. Bin mir gar nicht sicher, ob ich das überhaupt will, dass sie sich erinnert. Wie lange haben wir noch? Okay, wir haben noch 8 Minuten fast. Ach, da ist sie ja. Warte mal. Alice? Check, es gibt hier noch ein Magazin, wenn sie an der Polizei vorbeischleicht. Komplett. Es tut mir so leid. Oh, das ist ja nervig. Du hattest recht, wir hätten nie herkommen sollen. Wir müssen weg. Du musst mir folgen und ganz leise sein. Aber das kenne ich, glaube ich, sogar schon. Lass mich, glaube ich, diesmal mal erwischen. Ja, ich bin hier fertig. Hol jetzt die Kleinen. Sofort, Slatko. Ich werde einfach mal zu Luther laufen. Kann ich nicht einfach mal zu Luther laufen? Es geht gar nicht. Ich versuch's, aber es geht nicht. Ich nehme diesmal mal diesen Holzprügel. Das habe ich beim ersten Mal nicht gemacht. Slatko! Was? Die Kleine ist weg! Ach, ich kann ein Feuer legen. Sie muss hier irgendwo sein. Worauf wartest du noch? Such sie! Beeilung, sie sind gleich hier. So, dann werde ich mal rausgehen aus dem Raum hier. So, hier kann ich mir... Habe ich mich damals versteckt im Schrank. Hier schon mal die Knarre. Sie ist nicht geladen. Stimmt, das habe ich beim ersten Mal auch versucht.
beschwer mich mal nicht. Oh, der greift uns tatsächlich an. Wirkt aber ein bisschen halbherzig, was er macht, ne? Uns da wegzuschubsen. Oh. Aber da kommt der gute Slutko. Scheitere die ganze Zeit und trotzdem ist es quasi wie ein Sieg. Richtig fassen tun sie mich nicht. Oh, das war ein Treffer. Aber den Bären habe ich doch freigelassen. Ah, sag ich doch. Und die lebt wieder. Steht wieder auf. Okay, wenn ich den Bären nicht freigelassen hätte, wäre es das jetzt wahrscheinlich gewesen. Oh, schon wieder ein Treffer, glaube ich, oder? Oder war das nur knapp daneben? So, ich versuche jetzt auch mal hier nicht zu fliehen. Bei der Haustür kommt man nicht raus, das weiß ich. Deswegen gehe ich mal zur Haustür. Wie halbherzig er das macht, ne? Seht ihr? Ich glaube, ich entkomme. Ich glaube, man kann hier wirklich nicht sterben. Ich glaube, es ist einfach nicht möglich, hier zu sterben. Ich weiß es nicht. Höchstens mit diesem Bären. Was der Bär, wenn der Bär nicht gewesen wäre. Lauf, Alice! Nein, ich bleib bei dir! Jetzt bin ich gespannt. Lauf, lauf so schnell du kannst! Ich habe nämlich nicht die Androiden freigelassen. Ob Luther ihn jetzt tötet oder was jetzt passiert. Wahrscheinlich nimmt Luther die Axt. Du warst gewarnt. Träume enden immer in Tränen. Du hättest auf mich hören sollen. Was machst du denn? Geh mir aus dem Weg. Nein. Nicht diesmal. Geh oder opfert er sich? Oder ich schieße durch dich durch. Oh, oder so. Wie kannst du es warten? Ich hab dich gemacht! Gehorche mir! Ich bin dein Meister! Es war aber riskant, in den Bauch zu schießen, wenn der einen Meter vor dir mit einer Axt steht. Ich hätte eher in den Kopf geschossen. Das hat dir wohl den Hintern gerettet, aber da er schon ein Abweichler geworden ist und deswegen Luther so lieb ist. Wir gucken gleich mal ins Diagramm, ob da irgendwas steht mit dem Bären, dass ich da vielleicht, dass das auch nochmal in einen anderen Bereich geht. Ich dachte jetzt wirklich, wir sterben. Also ich habe wieder alles versucht, um zu sterben, Leute, ohne Scheiß. Bis auf, dass ich den Bären freigelassen habe, habe ich alles versucht. Und es ist uns wieder mal nicht gelungen. Also ich bin scheinbar einfach zu gut für dieses Spiel. Ich krieg's nicht hin zu sterben. Ihr Leben für dich riskiert. War es, als öffnete ich meine Augen zum ersten Mal. Endlich konnte ich sehen. Ich weiß, du vertraust mir nach all dem sicher nicht mehr. Aber ich kenne jemanden, der euch über die Grenze bringt. Ich könnte euch... Also es sah wirklich so aus, ne? Als hätte der Bär mich gerettet. Euch beschützen. Dich und die Kleine. Hätte schon sein, dass er dann abgedrückt hätte. Aber wer weiß, vielleicht wäre dann auch Luther schon irgendwie eingesprungen. Okay. Oder wir wären vielleicht trotzdem, vielleicht hätte die Schrotflinte auch irgendwie ein, wie nennt man das? Ne, einen so Quersitzen gehabt, also dass sie nicht schießen kann. Ich hatte solche Angst, dich zu verlieren. Wir haben hier auf jeden Fall einen komplett neuen Weg. Deswegen gibt es hier viele neue Punkte für mich. Seht ihr? Die Monster greifen Slutko an, Luther erledigt Slutko. Okay, es gibt... Doch, wartet mal, hier, die Jagd beginnt. Der Bär greift Slutko an und beschützt Kara. Der Bär war wirklich dieser verfickte Bär. Ich hätte hier zwei andere Enden sogar noch gehabt. Zwei. Wahrscheinlich wäre es noch möglich gewesen, dass vielleicht Luther uns tötet. Quatsch. Dass Luther nur getötet wird und wir entkommen. Könnte ich mir vorstellen, dass das ein Ende wäre.
Und dann vielleicht ein Ende, dass wirklich Kara und Alice sterben. Interessant auf jeden Fall. Es ist wirklich dieser dumme Bär gewesen, den hätte ich den bloß nicht befreit. Naja, egal. Hätten wir ein anderes Ende gesehen. Headshot.